Nerdzone. Hallo allerseits, herzlich willkommen zu Mo Problem Play Tutorial. Das ist nämlich ganz spannend. Wir haben hier Commands, wo wir unseren Rasenmäher steuern können. Das heißt, wir programmieren. Das ist ein hochmoderner Rasenmäherroboter. Grab a left command. Ich würde sagen, das ist das. Das ist left. And drag it under the start dock. Press play. Each command moves the mower one block. If you grab the wrong command, drag it to the trash. Press rewind to restart. Das ist hier. Aber wo ist Start? Ah, hier ist Start. Okay. The grid button helps count the number of commands needed. Grid button, das ist der hier. Drag 5 more left commands and 6 up commands to the start dock and press play. So, hier haben wir Grid. 1, einmal left. Dann schauen wir mal. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. 5 left haben wir gesagt. 1, 2, 3, 4 und 6 mal up. 2, 3, 4, 5, 6 und los geht's. Okay, jetzt geht's los. Doch nicht? Hängt das nicht dran? Jetzt. So, los. Autsch. Einmal mehr left. Zurück. Kann ich das jetzt so hier reinschieben? Okay, zack und zack, so. Yay, excellent, you scored above 80%. Next, loops can repeat commands. Drag a left command into the loop. Ach so, into the loop. Wir brauchen eine Loop. Und zack. Left Command. Das ist jetzt in der Loop drinnen. Set the Loop Value to 19. Weil das sind offenbar 19. Dann schauen wir mal. Jawohl. Das heißt, einmal runter und dann nochmal eine Loop mit 19 mal rechts. Und los. Wunderbar. Perfekt. Electric mowers will leave a cable behind them. Oh, da gibt's verschiedene. Ist ja witzig. Sometimes you will need to cross it. Add a motor off command to stop the motor before crossing the cable. Ah, activate the tape measure, then click drag to quickly measure the lawn. Da weiß ich, das sind 8 bis hierhin. Das heißt, eine Loop mit 8 left. Dann will ich hier rauf. Und das ist auch gleich drin. Das ist ja cool. Das geht schnell. Zack, Loop. Dann wollen wir hier runter. Dann wollen wir hier hin. Oh. Hierhin. Dann wird der Motor ausgeschaltet.
einmal nach rechts, einmal nach unten. Da wird der Motor wieder gestartet und von hier wieder Loops hierüber und hierauf. Und jetzt bin ich gespannt, was er macht. Okay. Das ist doof. Zuerst sollte mal der Motor gestartet werden, oder? Schauen wir mal. Ja. Das sieht dann ganz gut aus. Ja, und hier ist auch der Speed, dann könnte ich es ein wenig schneller machen. Wunderbar, das sieht doch gut aus. Tutorials haben wir geschafft. Und es geht mit dem eigentlichen Spiel los. Da werden wir Grid einschalten. 19 mal nach rechts. 11 mal nach unten, 19 mal nach links, 10 mal, 18 mal nach rechts, 9 mal nach unten, 17 mal und 8 mal hierhin. Hier hin. Schauen wir mal. Bisschen schneller. Rums. Ja, perfekt. Ja, versuchen wir mal. Hier hin. Eins runter, ganz rüber. Ach so, wenn wir das nicht brauchen, hier rein. Eins runter brauche ich keine Loop. So, dann wieder eins runter und von hier rüber. Von hier fahren wir rauf. Ganz rüber. Da bin ich gespannt. Eins runter. Hierhin. Eins runter. Und hier raus wieder. So. Herrlich. Optimum Commands 13. Also das mit dem Messen ist schon cool, weil er auch gleich das Richtige reinwirft. Down, dann wieder. Das Optimum sind 13. Ehrlich. Dann mache ich irgendwas falsch. Wir haben schon 17.
23. Außerdem fehlt noch ganz zu Beginn überhaupt, dass er den Motor starten soll. Ich habe gar nicht gesehen, dass das ein elektrischer ist. Okay, weiß ich jetzt im Moment nicht, wie ich das auf 100% bringen soll. Aber gut. Das werde ich auch so machen, glaube ich. Ah, das ist wieder ein elektrischer. Dann hier rauf. Ja, ich muss das jetzt nicht 100% machen. Davon abgesehen hätte ich jetzt ohnehin keine Idee. Sechs, dann wieder eins runter, wieder sechs nach rechts, eins runter, wieder sechs nach links, eins runter, sechs nach rechts, eins runter, sieben nach links, drei nach oben und den Rest hinaus. Sehr gut. Okay, es gibt hier im Spring 10 Level, Summer 10 Level, Autumn 10 Level. Mehr sehe ich jetzt im Moment nicht, aber es gibt auch einen Level Editor. Oh, complete 5 Autumn Maps to unlock. Und es gibt einen Mutators, um das Ganze wieder frisch zu machen. Allerdings muss man dazu alle Maps geschafft haben. Okay, ich würde sagen, für heute war es das. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.